Hans ist eine lange Geschichte. Die läuft seit der U17. Und Hans ist immer sehr viel gelaufen, war immer sehr willig, hat immer versucht, viele Dinge umzusetzen. Hans hat manchmal Überzeugung gefehlt. Aber jetzt brauchst du diese Überzeugung natürlich, dass du aus 40 Meter den Ball auch genau so spielst, dass der Torwart keine Chance hat, im Rückwärtslaufen ihn dann doch noch abzuwehren. Und das hat er vorher nicht so gehabt. Und das hat er jetzt. Und das ist genau das, was du da brauchst. Wenn du aus 40 Metern schießt, muss dir klar sein, der Ball, der fliegt 3-4 Sekunden. Und so viel Zeit hat der Torwart. Und dann musst du dann auch sehr platziert schießen. Und ich glaube, den Mut hat er jetzt. So, und wenn ich jetzt mal die Tore sehe, vor allem auch das erste gegen den FC, da ist kaum Platz. Ja, die rechte Ecke war zu, weil ein Abwehrspieler die Ecke quasi blockt. Er kann nur in eine Ecke schießen und der Torwart wird den unten wahrscheinlich halten und er muss ihn genau oben ins Dreieck reinschießen. Und das war das, was wir uns vorgenommen haben seit der U17. Die Überzeugung haben, ich hau den rein. Klar, wir haben in der Woche schon gegen Atletico ein gutes Spiel gemacht. Und da haben wir uns gedacht, dass wir einfach da weitermachen, Druck machen vorne, einfach ein gutes Spiel machen. Und wir waren uns sicher, dass wir das Spiel auch gewinnen. Hans ist auch wieder mal bei mir gewesen zwischendurch und hat gesagt, Mensch, Herr Junge, ist wieder nicht so gut mit der Überzeugung. Dann habe ich gesagt, ja, es ist nicht so gut mit der Überzeugung, aber du kriegst es hin, du kommst dahin. War auf jeden Fall schön, natürlich gegen einen sehr guten Gegner. Und gegen Köln ist es immer was Besonderes. Wir haben noch gefeiert in der Kabine und waren glücklich einfach mit dem Sieg. Für die Liga ist es super, weil das hält die Liga spannend, sonst wären die zu weit weg gewesen. Für alle, manche, ich glaube, alle haben sich gefreut mit uns, auch die Konkurrenten, alle haben sich mit uns gefreut. Wir selber natürlich auch, aber das können wir auch einordnen. Ja, ich fühle mich gut, ich bin in guter Form und ich bin einfach glücklich, dass ich das halt geschafft habe, die 2 Tore gemacht zu haben und halt den Derby-Sieg für unsere Mannschaft. Die Erlebnisse hat er jetzt in der jüngsten Vergangenheit perfekt gehabt und das hilft natürlich. Weil da glaubt dann der Spieler auch selber mehr dran, dass er mit dieser Überzeugung dann auch mehr Erfolg hat. Also Hans ist eine lange Geschichte, die momentan sich sehr gut darstellt.